Der zeigt sein Popo, zeig mal. Ja, kennst du das Buch noch? Hallo zusammen, wir kommen gerade vom Kinderarzt, denn wir sind alle krank, bei mir geht es noch. Aber es fing bei Gianno an und Gianno hat dann Melina angesteckt und die zwei haben jetzt Luisa angesteckt. Und ich habe wirklich alles versucht, damit sie die Kleine nicht anstecken, aber ja, sie hat es auch erwischt. Daraufhin waren wir heute beim Arzt. Also der Arzt, der Doktor, der ist im Urlaub. Wir waren bei der Vertretung und die Ärztin, die war ja richtig super. Also am liebsten würde ich sogar wechseln. Wobei, wir kamen rein. Ich wollte schon vorher gefilmt haben, aber leider habe ich es nicht geschafft. Ist halt mit drei Kindern nicht immer so ganz möglich. Bin ja froh, dass wir da überhaupt pünktlich ankamen. Dieser Termin, ich habe heute angerufen, heute Morgen. Dazu muss ich euch auch gleich noch was erzählen zu heute Morgen. Man könnte denken, die sind gar nicht krank, ne? So laut wie die sind. Tagsüber kriegt man auch nicht so viel mit, aber abends dann. Genau, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Also ich hatte da angerufen und hatte einen Termin gemacht für heute. Wir sind hingefahren, das war alles sehr steril, auch im Warteraum. Der Gianno hat so gefragt, Mama, wo sind wir? Ist das ein Kinderarzt? Es war wirklich sehr, sehr steril, also nichts für Kinder, irgendwie nichts. Also wirklich gar nichts, war einfach nur wie so im Krankenhaus und selbst in den Zimmern auch. Aber die Ärztin, die war super lieb, das ist echt mega. Ja, mal gucken, wie das jetzt mit Luisa weitergeht. Wenn sie Fieber bekommt, dann sollen wir am Sonntag nochmal reinkommen. Also das ist eine Notfallpraxis. So, sie ist von Montag bis Sonntag da. Genau, und Samstag, Sonntag wechselt sie sich halt mit jemand anders dann ab. Richtig gut. Also ich war mega begeistert. Ja, die Nacht war nicht so toll. Ja, Schatz? Genau, dann nochmal zurück zu heute Morgen. Und zwar, die Nacht haben wir halt schlecht geschlafen. Aufgrund, dass die halt die ganze Zeit Husten hatten, bin ich halt wach geworden und ab und zu mal geweint und gemeckert. Luisa hat sogar ganz okay geschlafen. Genau, dadurch, dass die Nacht halt nicht so toll war, sag ich mal, haben wir heute bis kurz nach 9 geschlafen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen habe. Also, das ist echt krass. Die Melina hat mich geweckt. Die kam zu mir und meinte, Mama, gehen wir jetzt in die Kita. Und ich musste so lachen und war so verpeilt, weil ich wusste nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich hatte mein Smartphone auf dem Nachttisch liegen, hab drauf geschaut und dachte nur, was? 9 Uhr, weiß ich nicht, 17 oder was? Ich dachte, kann doch nicht wahr sein. Ich wollte doch zum Kinderarzt, ne? Da wollte ich um 8 Uhr anrufen. Und das war echt, ich war in dem Moment total aufgedreht und habe mich beeilt und dachte mir eigentlich, warum beeilst du dich? Mach doch jetzt mal ruhig und so. Habe dann erstmal bei der Praxis angerufen, ja, direkt Termin bekommen und dann durfte ich dann dahin mit den Kindern. War jetzt auch nicht so ganz einfach, mit drei Kindern dahin zu fahren. Ja, danach waren wir noch bei der Apotheke, weil wir hatten ja für Luisa den Termin. Und ich wollte aber noch eigentlich Hustensaft für die Kinder haben, habe aber dann kein Rezept dafür bekommen. Und deswegen dachte ich mir dann, komm, ist doch egal, fährst du zur Apotheke, zahlst du einfach von deiner Tasche. Ja. Guck, da hat Melina das angemacht. Oh, wollt ihr das gucken? Ich hab das angemacht. Ja, dann geht. Melina hat DVD angemacht. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr das jetzt gucken. Genau, da waren wir halt bei der Apotheke. Da habe ich dann Hustensaft gekauft. Das ist sogar noch eingepackt. Ist nicht schlimm. Ja, jetzt habe ich das hier geholt. Damit habe ich einfach gute Erfahrung. Will jetzt hier keine Werbung eigentlich machen. Aber ganz ehrlich, wir haben schon so vieles durch und das war bis jetzt das Beste. Das ist jetzt somit auch das Teuerste. Aber ich gebe dafür halt gerne da ein bisschen mehr aus. Also das hat jetzt war im Angebot fast 8 Euro. 7,79 Euro. Und das günstigere hätte jetzt 2 Euro irgendwas gekostet. Die Luise wird gerade wach. Ich werde jetzt erstmal für sie Milch machen. Stelle ich am besten die Kamera ab. Das ist immer so eine Sache. Hab gerade die Luisa hier ins Bettchen gelegt. Die Post ist da. Man kommt sofort. Ich guck mal.
denn ich erwarte was. Was meinst du, Melina? Was hier, die Zeitschriften? Melina guckt sehr gerne in die Zeitschriften, Janu ja auch. Die schnibbeln dann immer gerne, schneiden da Sachen raus. Dann, Mama möchte auch gucken, mach sie bitte nicht kaputt, okay? Komm, das mit auf der Couch, die gucken sich gerade da einen Film an. Und ich mache für die Luisa jetzt die Milch. So, ich muss noch eben die Flasche spülen. Das finde ich gar nicht gut hören, ne? Ich hatte meine Haare glatt gehabt, aber durch den Regen sind die jetzt so wellig geworden. Das war echt mies, weil ich wusste halt nicht, wo die Praxis ist. Und dachte aber, ich wüsste es. So, bin dann ohne Navi gefahren. Und dann stand ich da und wusste plötzlich doch nicht genau, wo das ist. Und habe dann schnell das Navi gemacht. War dann auch direkt ums Eck zum Glück. Aber es hat total doll geregnet und ich wusste halt nicht, wo ich da parken kann. Und habe dann halt geguckt und habe dann auch einen Parkplatz gefunden. Es war halt alles vollgestellt. Und mussten aber dann noch ein ganzes Stück laufen. Ja, und es war ganz doll am Regnen. Also Jan und Melina hatten halt die Mütze von der Jacke an. Also sie hatten so eine Strickjacke an, ja, die Kapuze davon. Ja, Luisa war mag sie cozy und ich bin einfach so gelaufen. Das war echt, also das ist einfach nur, wir haben momentan ein Wetter, wo man einfach nur krank werden kann. Das ist echt, wo ist denn bitte der Sommer hin, ja? Das ist, fühlt sich an wie so ein, also ein Aprilwetter haben wir ja momentan. An einem Tag erlebst du Sonne, Regen, eigentlich alles, fehlt nur noch Schnee. Echt, Gewitter, eigentlich alles. Ja. So. Ich mache jetzt mir eine heiße Schokolade. Kinder, wollt ihr Tee trinken? Die wollen keinen Tee. Bei denen ist es sehr schwierig. Also Janu hatte heute Morgen einen Tee gehabt. Aber eigentlich mögen die das nicht so. Bei euch ist alles gut? Ja, die gucken jetzt den Film. Da sind sie immer ganz still, da hören sie noch nicht mal zu. Ja, ich versorge jetzt die Luisa. Und dann melde ich mich nochmal, dann wird Essen gekocht. Nee, ist noch nicht fertig. Ich mache jetzt Essen. Ach so. Kommen wir nicht da hochklettern. Die Mama macht jetzt Fisch. Kriegt die Luisa jetzt hier eben ab und dann wird gekocht. So, also bei uns gibt es heute Fisch, einen Backfisch mit Reis und Pfeffersoße. Die Kinder essen den Reis so, also ohne Pfeffersoße. Die mögen das irgendwie nicht. Die, also egal welche Soße ich mache, die wollen immer ohne Soße. Ich zum Beispiel kriege das so gar nicht drunter. Ist für mich irgendwie viel zu trocken. Achso, und das Backfisch dazu gibt es dann noch Zitrone. Ich liebe es, so ein bisschen Zitrone drauf zu machen. Und habe jetzt hier noch deren Teller. Das mache ich denen hier drauf. Die essen ja total gerne aus diesem Teller. Und ich habe auch schon Hunger. Ich brauche noch einen Teller. Mama. Ja. Ich sag zwei Puppen. Was? Zwei Puppen. Der zeigt sein Puppo. Zeig mal. Ja, kennst du das Buch noch? Haben wir schon lange nicht reingeschaut, aber da haben wir früher immer, ne, abends. Das mache ich, wenn ich aufstehe. Und die Melina meint, jetzt steht der hier, man kann seinen Popo sehen, der putzt sich da die Zähne, ne? Zähne putzen macht Spaß, findest du auch? Nicht so, ne? Die Melina putzt nicht so gerne die Zähne. Der Giano, ja, aber bei Melina, die steht dann da höchstens eine Minute und dann, Mama, bin fertig. Und dann muss ich mal halt dazukommen und dir helfen. Und das mit 3 Jahren, ne? Aber ich glaube, bei Jan war es genauso. Der hat früher auch nicht so gerne Zähne geputzt. Ich glaube, das mögen viele Kinder nicht. So, wir werden jetzt erstmal essen und ich melde mich wieder später. Jetzt sitzt sie auf diesem Kinderstuhl. Die Luisa ist wach, sie liegt hier in ihrem Bettchen. Die Melina macht gerade ein Puzzle und der Giano, der guckt sich jetzt noch den Film zu Ende. Das ist der Film von Cars, ich glaube, das zweite Teil, was wir im Flohmarkt gekauft haben für 1 Euro. Der findet das total cool. Ja, wir bekommen noch Besuch
Schwiegereltern kommen zu Besuch, beziehungsweise die fliegen morgen in den Urlaub nach Portugal und fliegen halt von Köln aus. Deswegen kommen sie zu uns. Die brauchen über eine Stunde bis zu uns. Und die Kinder, die freuen sich, vor allem, weil die Oma hier schläft. Die Luisa ruft. Ja, mein Schatz. Ja, die Kinder freuen sich übelst, weil die Oma hier schläft. Kommt aber allerdings heute was später. Sie kommen ja sonst immer ziemlich früh, weil sie halt einen langen Weg haben und bleiben halt den ganzen Tag und fahren dann halt abends wieder zurück. Und die Kinder, die kennen das halt gar nicht, ne? Dass die Oma und Opa, dass sie heute mal später kommen und eben nicht mit uns zum Mittagessen da sind. Ja, die kommen dann später und werden dann noch zum Flughafen begleitet morgen. Die fliegen nach Portugal und der Gianni die ganze Zeit, aber warum fliegen wir denn nicht, ne? Ja, die Kinder sind krank. Alles wird verschoben, aber es geht noch in den Urlaub, hoffentlich. Es kann ja immer was passieren. Mal schauen. Ja, was? Willst du kuscheln? Ah, du lachst? Du lachst? Ja, Luisa ist am Lachen. Das finde ich ja schon mal gut. Aber heute Abend geht es dann wieder los und ich bin dann gespannt, wie das dann ist. Wenn die Oma da ist, dann bleiben sie sowieso immer ein bisschen länger wach. Aber jetzt, dadurch, dass sie krank sind, mal schauen. Ja, und heute, ja, wir haben ja zu lange gelegen. Also, wenn die um 9 Uhr noch wach sind, brauche ich mich nicht wundern. Aber gut, ist ja Wochenende und deswegen, ne, ist verständlich. Ist dann auch mal in Ordnung. Ist ja nicht immer. Die Prospekte, die wir eben bekommen haben von der Post, wo sind die eigentlich? Die kommen sonst immer in so eine Plastiktüte, kennt ihr wahrscheinlich. Und seit, ich weiß nicht, 3, 4 Wochen, ja eher 3 Wochen, kommen sie in so einen kleinen Papierumschlag. Ja, also ne, so sieht es aus. Da liegt das dann immer so da drin. Finde ich ja gar nicht so schlecht, ne, dass die auf Papier umgestiegen sind. Hätte es aber auch ruhig ohne den ganzen Kram reinlegen können. Okay, wo sind die Prospekte? Ich wollte mal reinschauen. Wir hatten eben von der Apotheke was bekommen, beziehungsweise die Kinder Knobellini. So schaut das aus. Und da ist was halt zum Malen und ein Rätsel oder was. Mal gucken. Das kann ich euch nachher oder gleich auch vorlesen. Hier so ein Schatzsuche. Oh, Moment. Wisst ihr was? Ich drehe die Kamera um. Also, nee, wie war das? So rum. Da haben sie jeweils 2 bekommen. Richtig cool. Dann könnt ihr das vielleicht erstmal ausmalen oder sollen wir das zuerst machen? Ausmalen. Holst du die Stifte? Wenn ihr nur mit Buntstifte malt, dann braucht ihr keine Unterlage. Ach so, Wasser wollte ich gleich neu machen für Gianno. Das ist das von Melina. Finde ich richtig cool, dass sie das gegeben haben bei der Apotheke. Und ich habe hier die ganzen Prospekte, die kamen allerdings zu spät. Aber ja, besser zu spät als nie. Hast du? Super. Nee, das sind doch keine Buntstifte, das sind Filzstifte. Dafür brauchen wir dann eine Unterlage. Dann hole ich eine Unterlage noch, ja? Okay. Sonst bemalen die gleich die ganze Tischdecke an. Und das muss ja nicht sein. Und wir haben ja die Unterlagen ja dafür, ne? So, Melina, du Buntstifte oder Filzstifte? Ach, du willst gar nicht mal? Okay. Die Luisa ist eingeschlafen. Oh, das war doch ein bisschen zu laut. Ihr müsst doch ein bisschen leiser sein, Kinder. Ich habe alles gesehen. Da war jetzt nichts Besonderes dabei, worüber ich euch erzählen muss. Also keine mega Angebote. Diese Prospekte kommen auch nicht immer. Ich weiß nicht warum. Zum Beispiel diese Woche kam auch kein Prospekt für Kaufland. Kommt ja immer am Mittwoch, manchmal sogar Dienstagabend. Was heißt immer? Kaum. Also fast nie. Ich verstehe das nicht. Die machen irgendwie das, was sie wollen. Keine Ahnung. Manchmal kommt es gar nicht. Eigentlich total schade. Ich meine, ich habe ja die App, man kann ja eh mal gucken. Aber ich mag das doch irgendwie da drin zu blättern. Also was ich noch machen wollte, eigentlich eine Wäsche anmachen. Aber Mädels, bei uns regnet es nur noch. Jetzt gerade, wo ich Mädels sage, fällt mir gerade auf oder ein, dass vor kurzem, wann war das? Vor
3 Tage, hat man kommentiert unter einem Video, wieso begrüßt du nur die Mädels? Kurz nochmal dazu, das ist eigentlich gar nicht bös gemeint. Also wenn ich ein Video anfange, dann begrüße ich ja eigentlich mal alle. Ich sage immer Hallo zusammen oder ja, sowas ähnliches. Und aber nie Mädels oder kaum, selten eher. Aber dann im Laufe des Videos, dann weiß ich nicht, spreche euch gerne mit Mädels an. Ich glaube, dass ich, dass eher weibliche Personen halt meine Videos schauen und eher weniger Männer, Jungs. Wobei wir hatten, ja gestern war das, da hatten wir mal eben reingeschaut, wie läuft denn so mein Kanal, wie ist denn die Veränderung von einem halben Jahr zu heute, wie sind die Zahlen gestiegen, was ist anders, wie sind die Videos, wie haben die sich denn entwickelt und so weiter. Und da haben wir gesehen, dass tatsächlich viel mehr Männer, ich sage jetzt mal Männer, meine Videos schauen, als ich eigentlich dachte. Und deswegen, ich versuche jetzt weniger Mädel zu sagen, aber es ist gar nicht bös gemeint, wenn ich das sage. Das, ich mag das einfach. Ich weiß nicht wieso. Ja, ich spreche euch gerne mit Mädels an. Viele haben schon darunter geschrieben, sie fühlen sich dann dadurch auch jünger. Ja, warum nicht? Ich mag das. Aber gut, ich werde es weiterhin machen. Das bin halt nun mal ich. Aber wie gesagt, an dieser Stelle will ich euch damit nur sagen, dass das gar nicht böse gemeint ist. Also, ne? Ja. So, ihr Lieben, ich werde das Video jetzt auch hier beenden. Das war jetzt kein irgendwie aufregendes Video. Vielleicht auch eher ein langweiliges Video, aber solche Tage gibt es bei uns halt auch schon mal, wo weniger los ist und wo die Kinder halt krank sind, wo man dann aber versucht, das Beste draus zu machen, wie jetzt halt die Kinder versucht zu beschäftigen und das gehört einfach dazu, ne? Das ist einfach, sind Tatsachen und das ist die Realität, ja. Ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns morgen mit mehr Action und Power. Tschüss.